Elisabeth Hoffmann. Ja, ist klar. Okay, und wie Sie haben sich für zusätzliches Einkommen interessiert? Ach komm, wie ist dein richtiger Name? Du bist keine Elisabeth Hoffmann, du bist eine Aisha. Auf keinen Fall, wieso sind Sie denn solcher Meinung? Fake-Name benutzt du. Du benutzt Fake-Name. Wie bitte, können Sie Ihre Frage wiederholen? Idi Nahuisuchka. Was? Was haben Sie gesagt? Ich habe leider das letzte Wort nicht verstanden. Ich habe gesagt, ich liebe dich. Okay, danke. Freue mich, das zu hören. Aber ich rufe auf mit einem anderen Tipp. Aha. Du kannst keinen Satz gerade sprechen. Du rufst mit falschem Namen an und bist offensichtlich höchstens im Kindergarten gewesen, was den Bildungsweg angeht. Was möchtest du mir verkaufen? Nein, ich kann ganz ruhig sprechen und ich verstehe leider nicht, warum Sie lachen. Du bist lächerlich. Wie bitte? Wo bist du weggelaufen, sag mir. Nein, leider verstehe ich Sie nicht. Ja, du verstehst überhaupt nichts, warum sitzt du im Callcenter und betrügst Leute am Telefon? Also, ich verstehe und ich verstehe Sie leider nicht, warum sind Sie solcher Meinung, dass ich ganz überhaupt nicht verstehe. Na komm, verstehe. Du rufst ich an und nein, stell halt die Schnauze, du stellst dich vor als Elisabeth Hoffmann, man hört ganz klar, dass du keine Deutsche bist. Wieso? Okay, sagen Sie mir bitte den Grund, warum Sie solcher Meinung sind. Weil man das hört. Man hört, dass du einfach nur einen Zettel vorliest und mit einem falschen Namen die Leute anrufst. Sind Leute wirklich so dumm, das zu machen dann bei dir? Kaufen die wirklich deine Bitcoin? Sie haben recht darauf, also das so denken, ja? Ja, klar. Ja, okay, aber ich habe Sie gerufen und ich denke nicht, dass Sie haben mich gerufen. Name das Wort, das du suchst, heißt anrufen, nicht rufen. Also ich habe Sie angerufen, ja, was habe ich falsch gesagt? Alles, von Anfang an. Ich bin nicht solcher Meinung. Ja, du hast gar keine eigene Meinung. Du liest einen Betrügerskript vor. Ihnen einfach die Möglichkeit zu geben, das Geld zu verdienen. Ach komm, ihr seid doch Betrüger, von Anfang bis Ende. Wir sind nicht Betrüger und wir arbeiten mit vielen Kunden, die mit uns das Geld verdienen. Ja, erzähl mir doch nichts. Du bist live auf YouTube, ich kenne das doch alles. Also ich sage Ihnen noch Wahrheit. Auf ja, jeden Fall. Gib mir mal deinen Chef, dein Media Manager. Warum möchten Sie mit meinem Chef sprechen? Weil ich gucken möchte, ob der auch so doof ist. Dabei. Also ich kann Ihnen etwas sagen. Also dabei. Wenn Sie mit uns. Was bedeutet dabei? Los! Hol den Chef her. Mit wem? Ja, okay, mit wem? Mit meinem Chef? Ja. Möchten Sie sprechen, oder was? Ja, klar. Momentan ist das nicht möglich. Ja, gib mir einen anderen Kollegen. Hauptsache, es bist nicht du. Bist du emotional gesagt, wie ein toter Fisch, ey. Was soll ich mit dir reden? Warum können Sie mit mir nicht reden? Ne, weil ihr alle kriminell seid. leider... Es tut mir leid, das zu hören, ja, aber wir arbeiten legal. Ja, illegal arbeitet ihr, genau. Nein, legal. Ich habe nicht illegal gesagt. Ja, es soll noch betont werden, ja? Ja, in Kasachstan ist das vielleicht illegal, aber bei uns nicht. In Kasachstan vielleicht ja, aber ich arbeite nicht in Kasachstan oder in einem anderen Land. Wo denn? Also unser Hauptbüro ist in Deutschland. Ja, natürlich. Wo denn? Wenn Sie mit uns arbeiten werden können, kann ich das Ihnen sagen oder schreiben. Ah, eine ganz legale Firma, von der man aber nicht wissen darf, wo sie ist. Das klingt super seriös. Wie ich schon gesagt habe, Kalinka Maya. Komm, wir singen ein Lied zusammen. Was anderes klappt sowieso nicht.
Wie bitte? Sing mit mir ein Lied. Also ich habe Ihnen auch mehrmals gesagt, ich rufe Sie an, weil Sie sich auf unserer Webseite registriert haben. Ja, also, ich habe mich registriert, damit du mich anrufst, ja, und damit haben ich diesen sich Anruf... Ja, das weiß ich doch. Ich habe mich registriert, damit du mich anrufst, damit ich diesen Anruf aufnehmen kann und damit andere Leute diesen Anruf bei YouTube hören können, okay? Verstehst sie du das? Alles machen, was sie möchten. Natürlich. Sie haben da brauche ich auch nicht darauf. Deine Erlaubnis dafür. Kriminelles Gesindel. Ja, selbstverständlich. Machen Sie alles, was Sie wollen, möchten. Ja, gib mir mal deine Kontonummer. Interesse haben. Gib mir deine Kontonummer. Wir haben unsere IP-Telefonie. Und Sie sehen auch jetzt meine Nummer. Kontonummer! Also, du verstehst, du willst Leute in Finanzgeschäften beraten, weißt aber nicht, was eine Kontonummer ist. Wo bist du zur Schule gegangen? In Deutschland? Ja! Es gibt ja in China so eine nachgebaute bayerische Stadt. Bist du da zur Schule gegangen? Leider höre ich Sie ein bisschen schlecht. Können ja. Sie Ihre Frage wiederholen? Hello, ma'am. This is Rakesh calling from Indian Embassy. Do you speak English, right? Können Sie bitte langsamer sprechen? Also, Madam, do you speak English, right? Hello? Mit wem was, bitte? English, right? English? Nein, leider spreche ich nicht Englisch, nur Deutsch. Ja, was ist deine Muttersprache, Tevoschka? Deutsch? Niemals! Also komm, für wie dumm haltet ihr die Leute? Du kannst keinen Satz gerade sprechen, den du nicht vorliest, hast einen Akzent wie 20 Inder und willst mir sagen, dass Deutsch deine Muttersprache ist. Okay. Woher kommst du? Sagen Sie mir bitte, warum aus Deutschland? Ich habe Ihnen schon mehrmals gesagt. Ja, aber stimmt, das ist doch eine Lüge. Das ist doch ganz offensichtlich, dass du lügst. Nein, ich lüge nicht. Na doch, man hört doch, dass du Akzent hast. Ist ja nicht schlimm, wenn du aus einem anderen Land kommst, aber wenn du darüber lügst, ist das nicht gut. Sie haben etwas schon über Akzent gesagt, oder was? Ich denke, das ist kein Problem, also vor allem beim Geldverdienen. Ich rufe nur... Ja, aber du kannst doch nur deinen Zettel vorlesen. Du lügst mich doch an, von Anfang an. Warum soll ich dir Geld geben, wenn du mich anlügst? Ich lese jetzt gar nicht, ich spreche mit Ihnen gerade, also ohne Liste, ohne etwas zu lesen und so weiter. Ja, dann erzähl mir mal ohne zu lesen deinen richtigen Namen und wo du wirklich herkommst. Ich heiße Elisabeth Hoffmann. Nein, das ich stimmt habe Ihnen nicht. Doch gesagt. Zeig mir ein Foto von deinem Ausweis. Warum soll ich Ihnen meine Personaldaten schicken. Weil dein Name ist falsch. Der Name stimmt nicht. Das ist Stage Name von Callcenter. Herr Merz, ich habe Ihnen schon gesagt, ich rufe Sie an, weil Sie sich auf unserer Webseite registriert haben. Ja, ich möchte Geld verdienen. Und kann ich das bei Ihnen machen? Ja, wenn Sie daran Interesse haben, können wir starten. Ja, ja, klar. Aber ich möchte zuerst etwas über uns und über unsere Firma erzählen. Und dann, wenn Sie noch immer Interesse haben werden, können wir das machen. Das ja, klar. Dann los. Ich will Geld verdienen. Okay, super. Also, wie ich schon gesagt habe, rufe ich aus der Firma Infinity Investment an. Ja. Wir sind spezialisiert auf dem Kauf von Kryptowährungen, Rohstoffen und Aktien. Haben Sie etwas darüber gehört? Na klar. Okay, sagen Sie mir bitte, was haben Sie darüber gehört? Also, vielleicht haben Sie irgendwo gelesen, oder? Ja, ich habe ganz viel gelesen, so ein bisschen Podcast haben und Sie Livestream. Haben Sie auch Erfahrung in diesem Bereich? Nein. Haben Sie oder nein? Nein. Okay. Mhm. Vielleicht haben sich Ihre Verwandten oder Freunde damit beschäftigt. Das weiß ich doch nicht. Ich interviewe doch die Leute nicht nach ihren Finanzgewohnheiten. Wie bitte? Wie viel Geld kann man verdienen bei deiner Firma, sag mir.
Doch, warum denken Sie so? Also wir arbeiten mit tausenden Kunden aus mehreren 25 Ländern. Aus Amerika? Nein, also besonders mehr die Länder in Europa. Also in Europa gibt es 50 Länder? Wie viele in Europa? Ich habe gesagt, mehrere Länder. Wir machen jetzt Quiz-Taxi. Kennst du Quiz-Taxi? Wie viel Mitgliedstaaten hat die Europäische Union? Hallo? Ja, wie viele Mitgliedstaaten hat die Europäische Union? Leider kann ich nicht sagen, weiß ich das nicht. Schlecht. Ich sage Ihnen, wie viele Bundesländer hat Deutschland? 16. Ah, gut auswendig gelernt. Wie ist die Hauptstadt von Nordkorea? Leider weiß ich nicht. Ah, wie heißt die Hauptstadt von Washington? Von Washington? Washington. Das ist auch die Hauptstadt. Guck mal, ich dachte schon, du bist ein Roboter, aber du bist kein Roboter, das ist gut. meine Stimme klingt aus als ein Roboter oder was? Ja, du bist wie Cyborg, verdammt. C16 von Dragon Ball, kennst du? Ich kann leider nicht alle Bundesländer nennen, aber ich wohne in Bayern, in Hof. In Emskirchen? Warum in Kirchen? Kennst du Emskirchen? Da wohnt der Rainer, das ist mein Kumpel. Scheiße, ich komme auch durch keinen Anruf durch, ohne irgendwelche Rainer-Referenzen, weil die Leute immer in die Kommentare schreiben, dass sie da mehr von hören möchten. Also das ist halt wirklich gelebtes Fanmanagement, weißt du? Nein. Wie nein? Kannst du nicht einfach nein sagen? Was soll ich noch Ihnen sagen? Sagen Sie mir bitte. Das weiß ich nicht. Ich hoffe nur, ich habe ein bisschen auch, leider, ja. Wie viel? Leider Sie mich nicht korrekt. Warte mal. Aber soll ich Ihre Frage beantworten? Ja, wie sagen viel? Sagen Sie mir bitte. Wie viel Profit kann man machen bei der Firma? Hallo, also wir, alles hängt davon ab, wie viel Geld wir investieren werden, ja? Gib mir mal ein Beispiel, 100 Euro, wie viel Profit mache ich? Alles hängt, ja, wie ich schon gesagt habe, alles hängt von der Summe ab. Ja, 100 Euro. Nach unserer Statistik kann man 30, 40 Euro verdienen, aber wir haben unsere Experten in diesem Bereich und sie können Ihnen besser darüber informieren als ich. Ja. Selbstverständlich. Das verstehe ich. Ja. Also wir verkaufen weniger und wir kaufen weniger und verkaufen teuer. Und diese Differenz von Preis ist Profit. Ja. Aber Sie haben schon das verstanden, ja. Ich habe das schon verstanden, ja. Mhm. Okay. Und unsere Firma bietet zwei Optionen. Sagen Sie mir bitte, also meine nächste Frage, wo arbeiten Sie? Kasachische Botschaft. Wie bitte? Kasachische Botschaft in Stuttgart. Aha, okay. Und haben Sie vielleicht, wie viel Zeit sind Sie bereit zu verwidmen? Hab ich was? Als Nebenjob zu arbeiten. Als Nebenjob? Ich wollte Investment machen und keine Nebenjob. Ja, das ist ein passives Einkommen, aber vielleicht klingt das auch wie Nebenjob. Also, wir werden nur online arbeiten, also mit unserem Expert oder mit einem Boot. Ja, aber wenn ich mit einem Boot, ja, das hört sich auch gut an, aber wenn das passives Einkommen ist, dann muss ich dafür doch nicht arbeiten, dann ist das doch nicht mehr passiv. Also vielleicht habe ich falsch gesagt. Ja, das ist
das ist einfach passives Einkommen, wie ich das am Anfang gesagt habe. Aha. Und wir bieten zwei Optionen, wie ich schon gesagt habe, ja, ein Robot und ein Experte, der nur mit Ihnen arbeitet. Ein böser Experte? Jetzt. Ist der böse? Was hat er gemacht? Wieso böse? Du hast also gesagt, du hast einen bösen Experten. Nein, auf keinen Fall. Das ist nur Ihr Expert. Also er wird nur mit Ihnen arbeiten und er arbeitet für Sie die spezielle Strategie für das Geld verdienen, ja? Der so. Expert hat mehr als 5 Jahre Erfahrung. Wow. In Börse, ja. 5 Jahre? Ja, selbstverständlich. Das wow. Ist er ein Experte. Das ist richtig, Experte, verdammt. Das ist gut. Was ist nicht gut, leider? Nee, ich habe gesagt, das ist gut. Selbstverständlich, ja. Er hat viele auch Kunden, mit denen er was hat er? Arbeitet. Hämorrhoiden? Du, ich hab's wirklich nicht verstanden. Mach mal bitte die Musik leiser, ich kann dich nicht verstehen, Devushka. Leider kann ich die Musik nicht machen. Wieder so ein Zeichen dafür, dass sie einfach nur in irgendeinem Callcenter sitzt. Nicht in irgendeinem Büro wie ein guter Makler oder Broker. Ja, jetzt drückt sie dauernd auf an aus, damit man denkt, dass ich sie nicht mehr hören kann. Hallo? Devushka? Ja, ich höre sie. Ah, da ist sie wieder. Ja, ich habe sie gefragt, ob sie eine App auf ihrem PC oder was? Telefon haben, also WhatsApp oder Telegram, dann können wir schreiben, wenn die Musik stört. Du, ich bin interessiert an Trading, nicht an Dating. Ich möchte keine Frau kennenlernen. Wir können einfach sprechen, okay? Ich möchte nicht chatten. Das ist hier nicht Knuddels. Okay, wie Sie wollen. Okay. Und auch nicht Beepworld. Alter, waren das Zeiten 2004 oder so. Kennst du noch MSN Messenger? Das waren Zeiten, verdammt. Das war noch Chatting, das war noch Online-Dating, richtiges. Was meinen Sie damit? Also, genau ich das, was nur, ich sage. Ich habe nur gefragt, ob Sie vielleicht irgendwelches App haben, also auf ihrem Telefon. Nein, nein, sowas benutze ich nicht. Die heilige Kuh verbietet das. Sag mir, wie ist deine Internetadresse von Firma? Momentan kann ich Ihnen diese Information nicht geben. Was? Du kannst mir nicht sagen, wie deine Internetseite heißt, aber ich soll dir Geld geben. Wo ist da die Logik? Ich kann Ihnen diese Information schriftlich senden. Vielleicht kannst du buchstabieren? Per E-Mail. Bitte, das ist immer so lustig, wenn die Telefonbetrüger versuchen zu buchstabieren. Meine Zuhörer mögen das. Buchstabier mal. R wie Ratte? Oder wie geht's los? Was soll ich buchstabieren? Internetadresse. Internetadresse. Webseite. Unsere Webseite? Ja, bitte. Infinity Investment. Zusammengeschrieben oder mit Bindestrich? Bindestrich. Oder getrennt einfach. Infinity Aha. Investment. Infinityinvestment.com oder was? Ja, richtig. Also Infinity Investment zusammengeschrieben. Ja, wenn wir dann Punkt und Com schreiben werden. Wenn Aha. nein, dann einfach Infinity Investment und Sie werden die Information über uns im Internet finden. Ja, da finde ich definitiv personalreviews.com, scamadvisor.com, scamwatcher.com, diverse Anwaltskanzleien aus dem ganzen Bundesgebiet, die warnen alle vor euch, weil ihr den Leuten das Geld wegnehmt. Und jetzt? Eigentor geschossen, ha? Aber das habe ich dir ja vor 20 Minuten schon gesagt. Du redest ja immer noch mit mir. Ja, ich rede mit Ihnen, ja. Ja, sollen wir jetzt Investment machen oder nicht?
Also, wenn Sie schon bereit sind, ja, mit uns gib mir IBAN-Nummer. IBAN. Ich kann nicht so einfach IBAN sagen. Na also, doch, sonst kann ich doch nicht einbezahlen. Schriftlich geschrieben werden. Bitte verstehen Sie das. Unsere Firma hat die Regeln, die respektiert werden sollen, ja? Aha, also ein Recht des Stärkeren. Die Seite ist gar nicht da. IBAN. Ich habe gerade infinityinvestment.com. Da steht, vielleicht die Seite ist nicht Sie da. Vielleicht haben Sie falsch eingegeben. I'm very fucking aware how to fucking spell Infinity and Investment. Do you speak English, madam? Do you speak English? Nein, ich spreche nicht. So don't fucking tell me that I write the words wrong, right? Du mir nicht sagen, dass ich Worte falsch schreibe, wenn du die Sprache nicht sprechen, okay? Wie ich schon gesagt Welche habe, Sprache habe verstehst du? Vielleicht Deutsch. Und was noch? Was meinen Sie mit Ihrem letzten Satz? Welche Sprache sprichst du noch außer Deutsch? Nur Deutsch. Das ist aber schlecht, dann bist du irgendwo im Wald aufgewachsen. Und hast die ganze Zeit nur an Tannenzäpfen genuckelt. Ich verstehe Sie leider nicht, wieso meine Sprache macht jetzt die Probleme, in unserem Gespräch. Das ist ungefähr wie wenn eine Schildkröte ins Schwimmbad geht, sagt, ich bin eine Ziege und sich zu den Kühen hinlegt. Verstehst du das? Ich habe Sie verstanden, was Sie gesagt haben. Du hast überhaupt nichts verstanden. Ich habe dir vor 20 Minuten habe ich dir schon gesagt, dass ich dieses Gespräch gerade live auf YouTube streame. Davor habe ich dir gesagt, du bist Telefonbetrüger und du wirst immer noch Geld verkaufen. Ja klar, ich habe echt Interesse. Ich will Geld verdienen. Gib mir die IBAN-Adresse. Warum ich halt sagen Sie, sagen Sie ich weine, ich das sind gesagt, Tränen der Verzweiflung. Ein ganz normaler Mensch. Deswegen habe ich Sie angerufen. Im Gegensatz zu dreckigen Telefonbetrügern bin ich der normalste Mensch, der rumläuft auf dieser Welt. Wir sind keine Betrüger. Na doch. Und es tut mir leid, Schreib dass mal deine. Solcher Meinung sind. Gib mal Was deine, halt doch mal die Schnute. Gib doch mal deine eigene Internetadresse. Gib das mal bei Google ein. Da warnen alle Seiten, sagen, ihr seid Betrüger. Alle sagen das. Ich kann Ihnen jetzt schriftlich diese Information ja, bitte. Per E-Mail. Ja, okay, Emil, das Wort, das du suchst, heißt E-Mail. Okay, danke. Ich werde meine Aussprache verbessern. Ja, danke. Danke für Paruski Devoschka. Was bedeutet das, was Sie genau jetzt gesagt haben? Ja, komisch, wenn ich was Schlechtes sage, das verstehst du immer, aber ansonsten nicht, ne? Emil, ich habe also... Emil, ja genau. Emil, schreib mir ein Emil. Los, soll ich dir meine Emil-Adresse geben? Moment. Jetzt kommt das Buchstabierspielchen, das mag ich besonders. Oh, Warteschleife, wuhu!